Hier an der Türe 1, direkt hinter dem Fahrer, haben wir die größte Veränderung im Flächenangebot. Die Mobilitätsflächen verteilen sich auf 4 Fahrzeugteile, jeweils im Bereich der Tür. An der Türe 1 haben wir den größten Flächengewinn erzielen können durch die Veränderung der Sitzlandschaft, sodass wir hier ausreichend Platz für Kinderwägen und auch Rollstuhlfahrer haben. Die Änderung an der Einstiegsseite betrifft hauptsächlich die Klapprampe. Die gab es vorher in dieser Form nicht. Die kann der Fahrer händisch ausklappen. Da gibt es ein Werkzeug dafür. Und diese Klapprampe überbrückt die Höhe zwischen dem Bahnsteig und dem Fahrzeug, sodass man hier leicht einfahren kann. Ja, der Umbau wurde nötig, weil die Fahrzeuge zum einen nach ca. 20 bis 25 Jahren so in der Mitte ihrer Lebensdauer, auch ihrer technischen Lebensdauer angelangt sind. Mobilität neu erleben, so der Titel der offiziellen Präsentation der neuen Citybahn, der neuen Straßenbahngeneration der VAG. Am 26. Oktober wurde sie bei einem Festakt den geladenen Gästen vorgestellt, die Möglichkeit zu einer ersten Testfahrt gerne nutzten. Neben dem Lebensalter war es auch die Kilometerleistung, ca. 1,1 bis 1,2 Millionen Kilometer. Es war bei den jüngeren Fahrzeugen auch teilweise etwas mehr, weil die einfach aufgrund ihrer Größe mehr eingesetzt wurden. Und insofern war der ursprüngliche Ansatz eine Ertüchtigung im Sinne von moderner machen. Und dann hat man das mit der Instandhaltung einfach verbunden. Also es ging insgesamt um 40 Fahrzeuge, 14 Fahrzeuge der Baureihe GD6N. Das ist ein Fahrzeug in Stahlkonstruktion aus den Baujahren 95 bis 96. Und dann nochmal die weiteren 26 Stück aus 2000 bis 2001. Das ist ein vierteiliges Fahrzeug. Unserem Vertragsschluss Anfang 2016 ging es dann operativ wirklich im Herbst 2016 los. Und die Maßnahme für alle 40 Fahrzeuge war dann beendet, jetzt im vergangenen Dezember 2023. Ziel war bei diesen Fahrzeugen über beide Baureihen das Corporate Design der VAG abzubilden, wie man es in der Zwischenzeit bei allen Sparten findet, sowohl die Busse als auch die U-Bahn und jetzt auch die Straßenbahn, die modernisierte Straßenbahn, erscheinen dann in einem einheitlichen Erscheinungsbild. Die Fahrzeuge waren überholungsbedürftig, weil natürlich durch die tägliche Belastung aus dem Fahrgastbetrieb insbesondere die Fußböden stark verschlissen waren, auch die mechanischen Komponenten, die Großkomponenten wie Faltenbälge, Gelenklager und all solche Teile. Das kann der Fahrgast nicht wahrnehmen, aber es sind natürlich große Teile, die dann einfach am Ende ihrer Lebensdauer sind und ersetzt werden müssen. Wir stehen hier am Faltenbalg vom Doppelgelenk. Der Faltenbalg hat die Aufgabe, die beiden Waggonteile miteinander zu verbinden und abzudecken. Sonst würden wir ja nach draußen gucken können. Das wollen wir natürlich nicht. Der Austausch der Faltenbälge war erforderlich, weil im Laufe der Jahre die Faltenbälge einfach einem erheblichen Verschleiß unterliegen und die ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen konnten, nämlich das Fahrzeug nach außen hin abzudichten. Und somit hat man auch teilweise den Eintritt von Regenwasser. Und das ist natürlich was, was man in einem Fahrzeug schlicht und einfach nicht brauchen kann. Bevor wir die Fahrzeuge zum Hersteller verbracht haben, war die Vereinbarung, dass wir alles, was ich nenne es immer Schwerindustrie, auszubauen war, Fahrmotoren, Bremsen, Fahrwerke, sprich Drehgestelle, wurden demontiert. Das ist unser Kerngeschäft, das können wir am besten. Und die Fahrzeuge wurden dann auf sogenannte Hilfsfahrwerke montiert und vom Tieflader hier in Nürnberg abgeholt und nach Leipzig zu unserem Auftragnehmer verbracht. Und während das Fahrzeug nicht in Nürnberg ist, werden die Komponenten hier aufgearbeitet, teilweise auch von Fremdfirmen. Und das sind alles die klassischen Instandhaltungsaufgaben, für die wir hier auch aufgestellt sind. Die Fahrzeuge gingen nach Leipzig zur Firma IFTEC. Der gesamte Auftragnehmer war aber ein Konsortium aus der Firma IFTEC und Kiebe Elektrik, die für den elektrischen Teil der ganzen Maßnahme zuständig waren.
Also Korrosion an der Straßenbahn ist natürlich wie bei jedem Fahrzeug, das sich im Individualverkehr bewegt, auf öffentlichen Straßen natürlich ein Thema. Und ich denke, jeder, der schon mal in der Straßenbahn gefahren ist, weiß auch, dass die gut frequentiert sind. Korrosion entsteht natürlich zum einen mal durch die äußeren Einflüsse, Regen, insbesondere Winter, Salzwasser. Wir tragen Salz mit den Schuhen, Salzsplit, all diese korrosiven Elemente tragen wir in den Fahrgastinnenraum. Der Boden ist hoch belastet und irgendwann wird er natürlich auch mal ein bisschen durchlässig, wenn er sehr alt ist, eben zur Mitte der Lebensdauer. Und dann beginnt zum einen die Korrosion natürlich unter dem Fußboden, hauptsächlich in den Türeinstiegsbereichen. Und von außen ist der Korrosionsangriff sowieso immer da, von unten wie bei jedem BKW. Die Straßen und auch die Gleise werden natürlich gesalzen, das ist ganz klar. Unser neues zweireihiges Lichtband ist neben der neuen Sitzlandschaft das augenfälligste Merkmal für unsere Fahrgäste. Wir haben das bisher einreihige Lichtband mit den bekannten Leuchtstofflampen durch ein zweireihiges LED-Lichtband ersetzt, was wesentlich mehr Licht ergibt und somit auch die Sicherheit, die subjektive Sicherheit für den Fahrgast erhöht. Beide Baureihen hatten Videobeobachtung, aber natürlich noch auf alter analoger Technik. Es wurde komplett umgebaut auf Digitaltechnik. In jedem Fahrzeugteil befinden sich jetzt zwei HD-Kameras mit einer erheblich verbesserten Auflösung und natürlich auch mit einem größeren Blickwinkel. Die Steckverbindungen auf dem Dach wurden komplett erneuert. Das sind Verkabelungen, die sind natürlich den Witterungseinflüssen inklusive Sonne ausgesetzt und die waren auch nach diesen 20 Jahren wirklich verschlissen. Nach der Rücklieferung aus Leipzig steht die Inbetriebnahme an. Das heißt, ganz vorne steht erstmal die Wiedermontage dieser bereits erwähnten Schwerindustrie. Unsere Werkstätten bauen dann die Fahrmotoren, die Bremsen wieder ein. Es kommen die Fahrwerke wieder drunter. Und wenn alles wieder montiert ist, geht es zur Probefahrt und gibt es Abnahmeprozedere dazu. Und am langen Ende dieser Wiederinbetriebnahme steht dann noch eine sogenannte Stückprüfung. Das heißt, dass wir als Betreiber bestätigen, dass das Fahrzeug dem Baumuster entspricht. Und diese Unterlagen gehen dann zur Aufsichtsbehörde zur Erlangung der Wiederzulassung. Der Umbauprozess in Leipzig hat etwas variiert, je nach Korrosion, zwischen 9 und 12 Wochen. Und daran schließen sich dann nach der Rücklieferung nochmal 4 Wochen ungefähr an für die Inbetriebnahme. Also die frische Kur war für mich ziemlich wirksam. Ich glaube, die halten schon noch eine ganze Zeit lang durch. Geplant sind noch 15 Jahre für die kleinen Fahrzeuge, also für die Baureihe GD6 und 18 bis 20 Jahre für die Baureihe GD8. Und der Nutzen der Gesamtmaßnahme bezieht sich natürlich nicht nur auf das neue Design und das bessere Erscheinungsbild, sondern auch auf die reduzierte Instandhaltung. Es war eine sehr große Instandhaltung, die sich in einem Fahrzeugleben nicht so oft abbildet und damit für uns jetzt auf die nächsten Jahre hin erledigt ist und einfach nicht nochmal anfällt. Und insofern war es schon spannend, einfach sowas mal zu begleiten, auch aufzugleisen, aufzustellen und alle Beteiligten da immer wieder an den Tisch zu kriegen und diese Maßnahmen zum guten Ende zu bringen. Das sind 120 mm. Mhm. Ja. Das sieht gut aus für die Abdichtung. Ja, passt auch. Sind jetzt auch passend. Das Projekt schließt sich kurz vor meinem Ruhestand. Ich gedenke so Mitte des Jahres dann in Ruhestand zu gehen. Und insofern ist das für mich ein sauberer Abschluss meiner beruflichen Tätigkeit.